Hallo und willkommen zum Mila Beach Report. Heute in Münster auf der Smart Beach Tour. Neben mir steht Dollinger Pflücken. Dollinger Pflücken, ihr habt gerade gegen Fuchs Kaczmarek gewonnen im Tiebreak. Sebastian, erzähl mal, wie war das Spiel für dich? Ja, war erwartet knapp. Mit vielen guten Aktionen von beiden Seiten. Und wir sind dann doch auch sehr glücklich, dass wir die Oberhand behalten haben. Ja. Okay, auf wen habt ihr jetzt mehr aufgeschlagen, Lars? Euer Konzept gegen die beiden? Ja, Konzept war Druck ausüben. Und das haben wir ganz gut auf Katsche hingekriegt. Also wir haben sehr viel über Katsche gespielt. Okay, somit habt ihr den Einzug ins Halbfinale doch wieder geschafft. Gestern leider verloren. Wie sind die Spiele gestern für euch abgelaufen? Erzähl mal, Sebastian. Ja, waren alles knappe Spiele. Ist ein richtig gutes Niveau hier auf der Tour gerade. Wir haben eben auch knapp gegen Erik und Finn verloren leider. Aber dadurch durften wir noch ein Spiel mehr spielen. Wir sind ja jetzt gerade auf dem ersten Turnier unserer Saison. Und da ist es ganz praktisch, wenn wir so viel spielen dürfen. Okay, Lars, Sebastian hat schon erwähnt, das erste Turnier für euch. Alles kann, nichts muss, oder wie seht ihr das jetzt? Naja, also alles kann, nichts muss, denke ich nicht. Wir wollen das umsetzen, was wir trainiert haben im Winter und fokussieren uns darauf. Ist erstmal egal, wie die Ergebnisse ausgehen, aber natürlich jetzt Halbfinale, das ist schon ganz gut und ich denke, wir können zufrieden sein jetzt erstmal. Okay, Halbfinale werdet ihr treffen, wieder auf Erik und Finn, glaube ich, oder? Ja, das ist richtig, genau. Okay, ja, dann Revanche, oder? Auf jeden Fall. Okay, dann bedanke ich mich, dann will ich euch nicht weiter aufhalten. Ja. Danke, tschüss. Ja, ja.